Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir spüren das auch in dieser Debatte. In den letzten Wochen und Monaten wurde kaum über ein Thema so erbittert diskutiert wie über das Thema Familiennachzug, so kontrovers, so heftig, teilweise auch unversöhnlich. Das ist auf der einen Seite verständlich. Familie ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Unsere Verfassung schützt Ehe und Familie, und zwar aus gutem Grund. Und überall auf der Welt gilt, Kinder gehören zu ihren Eltern, genauso wie Ehefrau und Ehemann zusammengehören. Aber andersherum ist ja auch nachvollziehbar, dass gerade Städte und Gemeinden auf eine Steuerung von Zuzug drängen. Denn sie sind es ja, die vor Ort sich kümmern müssen um Schulplätze, um Kitaplätze, um Wohnungen entsprechend. Gleichwohl sage ich aber bei aller Wichtigkeit dieses Themas, manchmal konnte man schon in den letzten Wochen den Eindruck gewinnen, als hätten wir sonst keine anderen gravierenden Probleme hier in unserem Land. Und ich sage das mal ganz ehrlich, gerade von der CSU, bei der Hartnäckigkeit, die Sie beim Thema Familiennachzug an den Tag gelegt haben, das würde ich mir auch in anderen Problembereichen wie gute Pflege, faire Löhne und armutsfeste Renten hin und wieder auch mal wünschen. Dieses Land hat sicherlich noch sehr viel mehr Herausforderungen zu meistern, als nun der geordnete Zuzug von 60.000 Kindern und Ehefrauen, womit wir bei den Zahlen, womit wir jetzt auch bei den Zahlen wären. Die meisten Experten, die meisten Studien sagen uns, wenn wir den Familiennachzug wieder komplett zulassen, dann kommen etwa 60.000 Menschen zu uns im Land. Das ist die eine Position. Die andere Position sagt in dieser Debatte, wir setzen das weiter komplett aus, dann kommt keiner. Und jetzt kommen wir zu den Planungen von Union und SPD, nämlich 1.000 Menschen ab Sommer pro Monat. Das bedeutet, liebe Kolleginnen und Kollegen, bis Ende dieser Wahlperiode etwa 40.000 Menschen. So, und wenn man sich mal ganz nüchtern diese Zahlen betrachtet, null bei einer Aussetzung, 60.000 bei einer kompletten Wiederaufnahme des Familiennachzuges und 40.000 mittendrin, dann wird man doch nur zu dem Schluss kommen können, den auch Herr de Maizière gesagt hat, das ist ein Kompromiss. 40.000, genau zwischen diesen Null und diesen entsprechenden 60.000, das ist ein Mittelweg zwischen den Maximalforderungen. Wir haben jetzt ab Sommer Planbarkeit für unsere Kommunen. Kein Bürgermeister muss irgendeine Turnhalle räumen, nur weil in den nächsten Jahren 40.000 Menschen zu uns nach Deutschland mit über 80 Millionen Einwohnern kommen. Aber ich sage das auch mal ganz deutlich, 40.000 Menschen, das heißt, die Mehrheit der Betroffenen wird in dieser Wahlperiode wieder ihre Familienangehörige in die Arme schließen können. Und ja, dass wir Familiennachzug in dieser Größenordnung überhaupt ermöglichen, was weit über die Verabredung von Jamaika hinausgeht, ist ein Erfolg der Sozialdemokratie. Herr Kollege Lischka, die Frau Kollegin Baerbock würde Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen. Ja. Vielen Dank, Herr Lischka. Da Sie jetzt Jamaika noch mal angesprochen haben, ist ja gut, dass Sie was wissen, was da gar nicht vereinbart wurde, aber sei es drum. Also, meine Frage geht eigentlich dahin, weil Sie jetzt die 40.000, naja, nach 4 Jahren haben wir es dann geschafft. Und ebenso, by the way, gesagt haben, ach, was soll das Emotionale hier? Wissen Sie, was 4 Jahre bedeutet? Viele hier haben Kinder. Nehmen Sie meine 2-jährige Tochter. In 4 Jahren ist die 6. Es ist ja nicht so, dass die 4 Jahre in einem Land sind, wo sie dann einfach mal zur Schule gehen. Diese Kinder sind in einem Kriegsgebiet. Das heißt, 4 Jahre setzen Sie diese Kinder der Gefahr aus, jeden Tag von einer Bombe getötet zu werden, Herr Lischka. Und deswegen frage ich Sie jetzt noch mal, wenn Sie sagen, die sollen eigentlich alle hierher kommen, warum holen Sie die nicht jetzt nach? Und auf die Frage des Innenministers. Hier gab es jetzt ja unterschiedliche Ausführungen, auch schon auf die Antwort von Frau Sitte, auf diese Zahlen. Werden jetzt die 1.000 angerechnet auf die Härtefälle oder werden die Härtefälle angerechnet auf die 1.000? Und wir haben ganz genau zugehört bei Herrn de Maizière.
Da kam auch noch der Punkt, dass die 1.000 angerechnet werden auf die Herr Kauder, ich kann sonst muss ich schreien. Also, dass die 1.000 angerechnet werden auf die Fälle aus Italien und Griechenland. Das sind ja Kontingente, die die Bundesrepublik Deutschland zugesagt hat an die europäischen Partner. Wenn das stimmt, was Herr de Maizière gerade gesagt hat, dann hieße das ja, wir kürzen sogar die Kontingente aus Italien und Griechenland, wo die Leute jetzt schon 1,5 Jahren fragen. Und was bedeutet das eigentlich für die Zusage der Bundesrepublik gegenüber der Europäischen Union? Was wird denn die Antwort der anderen Länder dann sein? Erklären Sie, was wird wo wie angerechnet? Sonst können Sie niemals sagen, in 4 Jahren sind alle Menschen wieder da. Sehr geehrte Frau Kollegin, ich kann Ihnen ganz einfach erklären, was unsere Lösung bedeutet. Dass ab Sommer Monat für Monat 1.000 Kinder hier nach Deutschland kommen können, da, wo Sie ein Jahr ausgesetzt hätten, haben wir nach einem Jahr 12.000 Kinder in dieses Land geholt. Das ist der Unterschied zwischen diesen beiden Konzepten. Menschlichkeit und Steuerung, das ist die einfache Formel für unseren Kompromiss. Und ich finde, ja, mit dieser Formel kann unser Land gut leben. Ich weiß, Kompromisse sind nicht dafür da, jeden glücklich zu machen. Und ich weiß, wer weiterhin auch seine Maximalforderungen vertreten wird, der wird auch an dieser Lösung kein gutes Haar lassen. Aber ich sage auch, verantwortungsvolle Politik darf nicht auf Dauer in Maximalforderungen verharren, sondern sie muss Brücken bauen, gerade Brücken bauen bei solchen Streitigkeiten. Und ich finde, wenn wir das jetzt hier gemeinsam machen, ist das nicht das schlechteste Zeichen für Deutschland. Danke. Jetzt erteile ich das Wort der Kollegin Dr. Petri.